Das ist eine Großsünde, aufgepasst. Das ist eine Großsünde. Ja, das ist keine kleine Sünde, das ist eine Großsünde, einen Hund als Haustier zu haben. Und er sagt halt jetzt, weil er gerade guckt, weil er gerade jetzt angefangen hat zu beten, ist diese Sünde größer als mein Gebet? Nein. Würde ich etwas, wenigstens ein Stück an Belohnung noch von meinem Gebet kriegen, weil er sagt halt, das eine überdeckt ja vielleicht das andere. Ja, Bruder, das Problem ist, du musst ihm sagen, die Sünden können die Taten löschen, die guten Taten. Das ist das Problem. Vor allen Dingen eine Sünde, die man die ganze Zeit macht. Und die Großsünde braucht Tauber, also braucht Reue. Und dazu gehört, dass du die Sünde unterlässt, dass du die Sünde verabscheust, dass du die Sünde nie wieder machst. Bei ihm ist das ja so, dass er die Sünde verabscheut, das ist schon mal gut. Dass er versucht, den loszuwerden. Inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala Kraft geben. Wir hoffen, also sag ihm, du musst auf jeden Fall Tauber machen. Und versuchen, diesen Hund, wie gesagt, abzugeben. Und inshallah, vielleicht ist das eine Entschuldigung bei Allah. Ja, weil er bereut das ja, er will das nicht. Vielleicht im Ausland. Wir sollen vielleicht versuchen, im Ausland, dass vielleicht irgendwo im Ausland, dass er im Ausland vielleicht bringen kann oder so. Inshallah, Allah. Ya dhakiran al-ashab, kum mutadiban.